Moin Leute und yay, hello friend of Rail. So, mal ein kleines Video, habe ich Lust zu, auch wenn das Licht scheiße ist, weil draußen ist, obwohl es tagsüber ist, dunkel, Mistwetter hier in Deutschland. So, diese Woche ist eingetroffen hier. Könnt ihr sehen. ESU Lokpilot V4, hier so ein Plux 22. Ah, Plux 22, denkt ihr, genau richtig gedacht. Neues Pico-Modell, bei Schlänger heiß drauf. Auch diese Woche eingetroffen und wir packen das exklusiv mal hier zusammen aus. Die Farbe kommt bei dem Licht nicht so rüber hier, aber egal. Vorgestern gekommen, ich habe es noch nicht ausgepackt. Immer noch eingepackt, wie vom Werk, nur die Werbungsgedöns hatte ich rausgezogen hinten. Und zwar eine Foslo G6 und zwar die BNSF. Ihr wisst, ich habe die DBAG in DB Rot. Ihr wisst, ich mag das Modell. Beziehungsweise ich liebe das Modell. Hier haben wir, wie gesagt, auch den V4 rein, aber bei der Lichtfunktion programmieren wir das ein bisschen anders. Und eventuell die Motorkennlinien-Daten werden wir wahrscheinlich übernehmen, weil vom Werk aus, wenn man einen V4 reinpackt, ja, Telefon wieder, läuft das Modell bescheiden, da muss man schon ein bisschen programmieren. Aber die Daten lesen wir einfach aus von der anderen und kopieren dann hier rüber. Jetzt hauen wir die mal raus hier. Die ist ja noch nicht mal ausgepackt. So. Jetzt haben wir ein Stück rüber. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ich drehe das um, ziehe das so raus. Warum? Weil ich Linkshänder bin. Sogenannter Vollkrüppel. So. Live an. Leute, ich habe jetzt keine Zeit, ich mache jetzt hier ein Video, egal wer das ist. Aber ich habe schon so eine Vermutung. Tata. Hier haben wir noch die Zugriffsteile, wenn das Ding in die Vitrine kommt. Oder auch so, diese Bremsschläuche und das sind hier drin. Wow! Alter Falter. Sieht das Ding geil aus. Da ist noch ein Klebedings. Wow! Ihr kennt ja von Carsten die CapTrain und die Infraleuna. Die sehen so geil aus. Und hier haben wir die Foslo G6 als BNSF. BNSF. BASF. Passt ja, ne? US-Bahner durch und durch. Leute, Leute, Leute. Das liebe ich ja, wenn ich meine Videos durchgucke, die Versprecher immer. So, guckt euch das Teil mal an. Durch und durch der Burner. Immer wieder die ganze Beleuchtung. Allein hier die Warnlackierung unten mit den gelben Streifen. Knaller. Hier steht G1. Hier haben wir den oben den Lüfter, das ist die MTU-Version. Es gibt ja noch eine Cummings-Version. Hier haben wir den Auspuff. Allein die kleinen Details auf dem Dach. Also das Ding ist Knaller. Ne? Ich kann das nur immer wieder sagen, so wie Carsten das sagt. Hier hat man das Teil, wo man, wenn man die aufmacht, das ist aber wie gesagt nicht geklebt, sondern gesteckt. Kann man so abmachen. Guckt euch mal hier. Könnt ihr das sehen? Allein die Räder liebe ich ja, ne? Guck mal, die Details der Antriebsmotoren hier. Hammermodell. Video wird ein bisschen länger, denn wir packen es ja auch noch aufs Gleis. Aber ich werde jetzt erstmal den Decoder einsetzen und das Ding programmieren und dann sehen wir uns wieder. Die Farbe kommt doch einigermaßen rüber. Das ist kein Gelb so, wie jetzt zum Beispiel das Neongelb von der Edelverpackung, sondern das ist wirklich so ein Goldgelb. So ein Honiggoldgelb. Einfach der Knaller. Die Details. Ich liebe auch hier die Grills an der Lok. Hier oben. Hier hinten. Hammerteil, ehrlich. Gut, machen wir das Timer fertig und dann aufs Gleis. So, haben wir das Timer eben
einen Test-Track gehauen, fertig programmiert. Ihr habt gesehen vielleicht in einer anderen Sequenz, dass vorne hier eine Linse fehlt. Und ihr seht am Licht selber, ist nicht weiter tragisch, deswegen schicke ich das nicht zurück zur Reklamation. Lassen wir so. So, was haben wir geändert? Wir haben ein bisschen am Motorparameter geändert. Ne? Hier hört ihr gleich das Summen, ist eh so drin. Guck mal, Speed Step 1. 2, 3 etc. Also für Rangierlok, du kannst richtig fein. Ich zeige euch mal Speed Step 10, wie langsam das ist. Machen wir Licht an. Und sorry, jetzt haben wir vorne das Licht an. Und jetzt könnt ihr gleich sehen, gleich so programmiert, wenn ich jetzt Richtung Wechsel mache. Das ist dann halt, sorry, Kröte im Hals. Halt rot ist vorwärts, rückwärts. Natürlich haben wir hier noch über F6 Scheinwerfer oben. F5. Ja, feines Modell. Fahren wir ein Stück rückwärts wieder hier. Ich finde die Beleuchtung halt klasse. Und dass man das sehr fein regeln kann mit dem ESO. Guck mal hier, das ist Speed Step 4. So, Stop, 1. Knaller. Okay. Das ist die BNSF, habe ich jetzt extra gesagt, BASF Version. Pico Foslo G6. Feines Modell. Sieht super aus. Eine Korrektur noch. Das ist tatsächlich eine neuere Version, da haben wir dann drinnen halt nicht Kabel, sondern für die Beleuchtung diese Leiterbahn. Und die Teile hier, was Carsten ja mal sagte, wo ich vorhin in dem Teil sagte, die sind nicht geklebt, sondern gesteckt. In der neuen Version sind die geklebt mit so kleinen Pins. In der alten Version fand ich besser, waren sie gesteckt ohne Kleber. Mit so einem Pin an dem Öse oder was man auch sagen muss, da das Ding hat keine Öse mehr drunter. Ist halt nur wichtig, wenn man die Kohle einbaut, dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Ja, feines Modell, wie ihr seht. Ich finde, wie gesagt, hier die ganze Geschichte mit der Beleuchtung interessant. Und ja, bis denne! Kommen auch wieder Soundmodelle, aber arrangieren wir es nicht.